Moin Moin zusammen, es ist kurz vor Weihnachten und für mich gibt es heute mal was ganz Neues. Also es wird kein Fahrvideo werden, sondern so wie die Überschrift das schon zeigt, schwungvoll trifft. Also neues Format. Ich habe mir überlegt, dass ich einfach mal Menschen, die im Kreise der Elektromobilität bekannt sind, einfach mal besuche, kurzes Pläuschen halte, paar Fragen stelle, ja, und allgemein einfach mal über das ganze Thema E-Mobilität aus deren Sicht sprechen möchte. Heute das erste Mal. Ich nutze die räumliche Nähe da einfach aus, sprich, es geht zu Dennis Wittus. Dennis ist bekannt aus seinem eigenen Kanal und hat schon viel auch im Bereich der E-Mobilität getan. Ja, und ich kenne ihn privat auch schon ein wenig, sodass die Kontaktaufnahme hier auch völlig unspektakulär verlief. Und somit heute mein erster Gast ist in diesem Format, ne? Ja, ich bin ganz gespannt, was dabei rauskommt. Also ich habe jetzt kein Drehbuch vorbereitet, ich habe ein paar Fragen mir überlegt, soll einfach so um 10 Fragen sein. Und ja, möchte da einfach mal gucken, was dabei rauskommt. Also so wie immer, einfach frei Schnauze und dann mal sehen. Lasst euch überraschen. Ne? Wir haben es jetzt den 22. Dezember. Es ist 10 Uhr in der Früh gleich. Also wir sind um 10 Uhr verabredet. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Bin selber ganz gespannt. Ne? Habe auch schon ein paar andere Kandidaten im Kopf. Da wird definitiv die Serie dann auch so ein bisschen noch ausgebaut werden. Ja, und ansonsten fahren wir einfach mal los, denke ich. Ne? Ich bin aufgeregt. Also, bis später. Ja, also, wie ihr seht, allerschönstes Bremer Weihnachtswetter. 5 Grad, ganz leichter Niesel. Eigentlich so wie eh und je, was soll sich da auch ändern. Fahrzeit jetzt in etwa, Viertelstunde, 20 Minuten. Wir fahren direkt zum Geschäft vom Dennis Wittus. Zum Wittus Heimfachtmarkt. Ja, und dann gucken wir mal, was Dennis sich hier auch überlegt hat. Ne? Ist ja nicht so, dass ich jetzt nicht angekündigt habe als Einzelgast, sondern tatsächlich Dennis da auch seine eigenen Ideen hat, was er denn gerne vielleicht wissen wollen würde. Dennis selber fährt ja Tesla. Ich weiß gar nicht, ob er die Zoe noch hat, die im Wittus Design lackiert ist, foliert ist. Werden wir dann feststellen. Dann hätte ich aber endlich mal meine Zoe, mit der ich dann im Frühling dann auch mal ein bisschen die Pendeltour fahren könnte. Ja. Der Lieferwagen hier vor uns, der ist jetzt auch schon von Hammer. Ich bin mir aber nicht sicher, ob der von Dennis ist. Hintergrund ist, es ist ein VW. Und Dennis, nee, ist der aus Ritterhude hier, sehe ich gerade auf der Seite. Dennis Wittus setzt nämlich unter anderem zum Beispiel auf die elektrisch betriebenen Transporter von Maxus. Sind vielleicht einige von euch ein Begriff. Die zwei rechten Spuren verwenden. Damit ist er in seiner Flotte nämlich auch elektrisch unterwegs. Finde ich sehr, sehr vorbildlich. Und ist durchaus nachahmenswert, denke ich mal. So. Jetzt dauert es nicht mehr lange und dann könnt ihr wahrscheinlich auch gleich schon den Wittus Heimfachmarkt sehen. Da steht es schon ganz groß dran. Ja, und dann suchen wir uns jetzt mal ein lauschiges Plätzchen. Parken natürlich keine Ladesäule zu, weil wir versperren ja keine Ladesäulen. Sowas macht man nicht, wenn man nicht lädt. Wobei ich durchaus auch ein bisschen Strom gebrauchen könnte, aber hier. Scheibe sauber machen. Siehst du, da steht Dennis schon selber dran. Dann setzen wir es doch einfach mal neben das Auto vom Chef.
ihr Lieben. Wir suchen jetzt mal eben den Chef. Weiß gar nicht, irgendwie Seiteneingang oder so, sagte er. Also hier sind wir beim großen Hammer-Fachmarkt hier. Und jetzt gehen wir einfach mal hier so ein bisschen um die Ecke. Und gucken mal, wo wir den Chef finden. Ich glaube, hält an. Für euch mal eben hier. Da ist schon der erste Maxus. Sieht man hier durch die. Na? So, okay. Ansonsten suchen wir uns jetzt mal den Chef. Ich glaube, wir gehen einfach mal hier durch das Tor durch. Mal gucken, wo wir ihn finden. Moin! Moin. Sag mal, finde ich den Chef hier irgendwo? Ja. Wo ist er denn? Ich zeig mal einmal die Richtung. Er sagt, ich soll den Seiteneingang nehmen. Das stimmt. Einmal hier den Seiteneingang und dann die Treppe hoch und oben einmal kloppen. Das mache ich. Super. Ich danke dir. Jawohl. Die Treppe? Die Treppe, ja. Oha. Ja. Ja. So sind wir im Norden. Moin. Guck mal, wer da ist. Hi, Dennis. Ich hab den Weg gefunden. Dennis ist da. Also, bis dann. Ja, Mahlzeit. Moin. Also, Schwungvoll trifft und heute mein erster Gast in diesem neuen Format, Dennis Wittus. Ja, also von Bremen-Norder zu Bremen-Norder habe ich mir gedacht, das passt ja einigermaßen. Und deswegen für mich jetzt einfach mal Premiere. Wir probieren das einfach mal aus und ja, mal gucken, wie es ankommt. Ja, wunderbar. Ich fühle mich geehrt. Also, herzlich willkommen. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, also, wir sitzen jetzt übrigens, wie ihr seht, in meinem Auto, ne? Das kennt ihr ja, hat einen lustigen Hintergrund, das wusste ich gar nicht. Dennis wollte tatsächlich auch einen Ioniq haben. Scheitert im Moment so ein bisschen daran, dass sie nicht verfügbar sind und dass wahrscheinlich der große Akku jetzt ins Haus steht, so. Und ab Frühjahr gehe ich von aus, werden die dann bestellbar sein. Wenn ich was vom Jürgen Sangel höre oder so, dann sage ich dir Bescheid. Aber darum geht's jetzt gar nicht. Also für uns geht's jetzt eher, es läuft so ab. Meine Überlegung ist einfach mal, wir probieren das aus. Euer Feedback sagt mir dann, ob ich richtig liege oder eben nicht. 10 Fragen an Dennis Wittus. So, ich bin gespannt. Ja, ich auch. Mal gucken, was als Antwort kommt. Also bitte frei Schnauze, wir schneiden hier nichts. Ich musste eventuell mal was piepsen, wenn du ein bisschen ausfallen wirst, aber damit kannst du leben, ne? Ja, damit ist nicht zu rechnen. Nee, gut. Okay. Also, Dennis, erste Frage ist ganz einfach, wer ist Dennis Wittus? Wer ist Dennis Wittus? Dennis Wittus ist Familienvater, Unternehmer, E-Mobilist und ein ganz begeisterungsfähiger Mensch. Das klingt gut. Ja, E-Mobilist ist schon das Stichwort für die nächste Frage. Wie bist du zur E-Mobilität gekommen? Ja, das ist eigentlich, mich hat Technik schon immer fasziniert. Und die Story ist halt die, dass ich im Auto, dass ich schon immer mit dem Gedanken gespielt habe, Elektromobilität da irgendwas zu machen, für die Firma was zu kaufen oder für mich. Und dann kam dieser Dieselskandal. Und meine Tochter sagte morgens, als der Dieselskandal ganz frisch war, sie hätte bei Logo gesehen, dass die von Volkswagen, das wären Lügner. Und da sollte man nichts mehr kaufen. Okay. Dann habe ich gesagt, wie kommst du denn da drauf? Ja, bei Betrügern soll man nichts kaufen. Und das hätte sie im Fernsehen gesehen. Und da wäre alles manipuliert. Ich wusste noch gar nicht, wovon sie sprach. Und dann kam dieser Abgasskandal ja mit einer ungeheuren Wucht auf uns zu. Und der dauert ja immer noch an. Ja, das ist richtig. Wir haben immer noch Dieselskandal in Deutschland, der jetzt mit den Fahrverboten irgendwie seinen Höhepunkt findet. Und da bin ich angefangen, über Alternativen nachzudenken. Hm. Und Elektromobilität ist die sauberste Form, Auto zu fahren. Hm. Das ist einfach so. Ja. Alle Rechnungen, die da je aufgemacht worden sind, kommen zu dem Schluss, das E-Auto gewinnt zum Schluss immer und ist immer sauberer
als nur zu Fuß gehen und nur Fahrrad fahren. Das ist ökologischer. Das stimmt, da sind wir uns einig, definitiv. So, und da ich glaube, dass Klimaschutz und Klimawandel die große Herausforderung für uns ist in den nächsten Jahrzehnten, dachte ich mir, wir fangen damit jetzt an. Ja, das ist ein schöner Grundgedanke. Dein erstes E-Mobil war dann? Mein erstes E-Mobil war ein Zoe. Zoe. Eine Zoe für die... Sprich, dein erstes Video. Also das, man muss so sagen, also ich kenne Dennis eigentlich aus irgendwie ganz anderen Bereichen und so weiter, aber irgendwie habe ich dann, bin ich ja bei YouTube vor, what, 2 Jahren jetzt? Ich weiß gar nicht, wie lange du das jetzt machst. Ja, das ist jetzt ungefähr 2,5 Jahre her. Vor 2 Jahren habe ich so ziemlich mein erstes Video veröffentlicht, wo ich mit der Zoe gefahren bin. Das ist ziemlich 2 Jahre her und davor habe ich über meine Firma ja geblockt. Stimmt, über den Umbau, ne? Über meinen Umbau und so. Und mit dem Thema E-Mobilität ging es dann ab. Und ziemlich genau vor 2 Jahren jetzt im Winter habe ich gedreht das mit war, dem Alex und der Zoe. Genau, das war irgendwie, funktioniert E-Mobilität in Bremen, irgendwie in die Richtung genau, ging das, ne? Genau. Ja. In meinem Vorspann ist die Szene noch zu sehen, wo ich also vor der Firma stehe und dann da in die Zoe steige. Das ist original aus den ersten Videos. Super gut. Ja. Ja, schön. Was bedeutet das für dich, elektrisch zu fahren? Elektrisch zu fahren bedeutet für mich eine andere Form der Mobilität, bedeutet entspannter unterwegs zu sein, bedeutet Pausen zu machen regelmäßig, obwohl meine Tochter, wir sind ja nach Italien gefahren mit dem Tesla und meine Kinder haben sich beschwert, dass wir zu wenig Pausen gemacht hätten. Zu wenig? Zu wenig. Tatsächlich, ne? Also es ist ja immer ein ganz schönes Argument zu sagen, ich steige noch nicht auf E-Mobil um, weil ich kann nicht 1000 Kilometer am Stück fahren. Dennis, du, ich auch. Meine Tochter ist jetzt 3 Jahre. Nach 2 Stunden Autofahren reißt die mir die Kopfstütze ab. Ja, genau. Und es ist ja so, dass wenn man jetzt mit einem Tesla in Deutschland fährt, dann schafft er theoretisch 500 Kilometer. Wenn man jetzt heizt wie ein Blöder, dann, das blöd brauchst du nicht überpiepen, ne? Nee. Also, dann kommt man ungefähr 300 Kilometer oder so weit. Mhm. Oder 350, je nachdem. Das sind ja schon 3 Stunden, wo man dann Pause machen sollte, wenn man so schnell fährt. Ja. Wenn man dann in Italien fährt, wo man nur 120 fahren kann und die Durchschnittstemperatur, die Durchschnittsgeschwindigkeit absinkt, dann kommt man auf einmal 500 Kilometer mit dem Ding. Deswegen, in allen anderen europäischen Ländern darf man nicht so schnell fahren wie in Deutschland. Die haben diese Probleme nicht. Richtig. Nur wir Deutschen denken, wir müssten in der schnellsten Zeit von A nach B kommen. Und wir dürften keine Zeit verlieren. Und ich finde das ganz schrecklich auf den deutschen Autobahnen. Dieses Gerase, diese schnellen Autos, die von hinten kommen. Und von mir aus könnte man die Geschwindigkeit auf 130 begrenzen, bundesweit. Hätte ich keine Probleme mit und würde, glaube ich, Verkehrstote reduzieren und würde das alles ein bisschen gelassener machen. Ja, Antrag wurde jetzt ja, glaube ich, auch schon wieder gerade aktuell gestellt. Da waren sie aber tatsächlich auch bei 80 km/h, aber generell. Ja, das finde ich nur ein bisschen übertrieben. Genau. 130 bin ich voll bei dir, wäre ein schönes Tempo. Dänemark hat jetzt auch 130. Ich finde ein unheimlich angenehmes Fahren ist das Autofahren in Dänemark zum Beispiel. Ja, der Stress ist ja, dass einer von hinten mit 200 kommt. Genau, richtig. Also, ja. Ja, dein Traum Elektromobil. Das fahre ich. Shorthander, mein Tesla Model S. Mhm. Das ist ein Traumwagen. Und ich bin ihn damals der Probe gefahren, das Model S, und wusste, wenn ich mir das leisten kann, dann muss ich das haben. Ich hätte mir nie so ein teures Auto gekauft. Mhm. Aber ja, es ging dann. Und ich will auch kurz erzählen, warum das perfekt ist. Gerne. Es hat 7 Sitzplätze. Ach, du hast sogar noch die Rücksitzbank drin. Ja, natürlich. Super. Und wir können damit mit zum Kindergeburtstag mit ganz vielen Kindern in den Freizeitpark fahren. Wir können damit in den Urlaub fahren, weil es einen riesen Kofferraum hat. Und wir sind damit ja 3 Wochen unterwegs gewesen, von Norddeutschland nach Italien, habe ich eine Videoserie drüber gedreht. Genau. 1800 Kilometer. Könnt ihr übrigens auch alles beim Kanal vom Dennis natürlich sehen. Und wir haben nicht mal hinten die Abdeckung, wenn man so in Urlaub fährt, dann ist der Wagen ja häufig bis unter das Dach gestapelt. Nicht mal das war beim Model S. Und das Model S ist wirklich riesengroß, das ist ein amerikanisches Auto. Das sieht man so auf Bildern gar nicht. Aber der ist überbreit und der ist ziemlich lang. Ja, man kann mit dem wunderbar entschleunigt langsam fahren und man kann mit dem Wagen 250 fahren. Mhm.
Der Wagen ist, finde ich, vom Design her klasse. Er ist vom Innenraum klasse. Er hat keine Knöpfe. Er hat das große Display Model S. Für mich der ultimative Traumwagen. Schön. Ja, super. So soll es das sein. Ja, wo liegen für dich die Vorteile der E-Mobilität? Hast eben so ein bisschen schon dazu gesagt, was natürlich das ganze Klimathema angeht, aber gibt's da noch was? Ja, also man konnte jetzt anfangen mit ganz kleinen Vorteilen, man hat keine klebrigen Finger, man muss nicht mehr an die Tankstelle fahren und in den, ach, das ist ja so schrecklich, dann fährst du in den Urlaub und dann stehen die da an einer Tankstelle und dann kannst du nicht an die Tankstelle fahren, weil vorher die Leute stehen und tanken wollen, Schlangen, dann wird der Spritpreis auf einmal teurer, dann hast du dieses Diesel an den Fingern, das ist ja schrecklich, ich muss mein Auto nicht tanken. Ja, das stimmt. Und ich war seit anderthalb Jahren nicht mehr an der Tankstelle. Also das finde ich jetzt einen ganz praktischen Vorteil. Ja. Der große Vorteil ist aber, wir brauchen nicht mehr nach fossilen Kraftstoffen bohren, also Öl fördern, um ein Auto zu betreiben. Mhm. Natürlich werden auch Ressourcen gebraucht, um dieses Auto zu bauen. Mhm. Und da müssen wir so das müssen wir so ökologisch machen, wie es geht. Und da ist auch noch viel Nachholbedarf, gerade was Thematiken in dritter Welt angeht und so. Da kann aber das Kobalt. Da kann aber das Elektroauto nichts für. Genau. Ich habe mal gelesen, nur 20% des Kobalts, was da abgebaut wird, landet im E-Auto. Genau. Wissen also, viele auch nicht, ist bei Lithium übrigens identisch. Also Lithium ist immer so das Schlagwort von wegen, aber nur 30% ist übrigens keine seltene Erde, wird nicht in Afrika abgebaut, aber trotzdem Lithium, 30% vom Lithium wird tatsächlich in Akkus verwendet und diese Akkus beinhalten alle Akkus, also auch hier vom Telefon, vom Rechner und so weiter. Ne? Also ist immer ein gern gesehenes Argument gegen die E-Mobilität, Lithium, oh und... Ja, das Argument wird halt hergeholt, glaube ich, weil viele Leute in Deutschland, bei uns ist alles auf den Verbrenner ausgelegt. Ja, also muss man Argumente finden, warum man das nicht will. Und es gibt ja viele Minusmenschen, die unterwegs sind, die dir immer nur erzählen, warum das nicht geht, die negativ sind. Ja. Und mein Ansatz ist, den Leuten zu zeigen, dass es geht und warum es geht. Und jetzt zurück zu dem großen Vorteil, um das Auto zu betreiben, können wir Strom erzeugen und den können wir mit einem höheren Wirkungsgrad erzeugen, selbst wenn er aus Kohlekraftwerken kommt, was wir nicht wollen, was ich nicht will, ist es mit einem höheren Wirkungsgrad dezentral erzeugt. Das ist das Erste. Und wir können, wenn wir es richtig machen, den Wagen mit 100% sauberen Strom fahren, der durch Wind, durch Wasserkraft, durch Sonne erzeugt wird und wir brauchen nicht mehr die ganze Nordsee zerstochern, um da Öl zu fördern. Und das Öl dann über die Weltmeere zu transportieren. Das, glaube ich, in dieser Gesamtbilanz machen wir die Welt mit dem E-Auto ein Stückchen besser. Haben aber natürlich auch noch Probleme, die wir lösen müssen, ganz klar. Ohne Frage, aber wir stehen auch wirklich am Anfang, muss man auch so sagen. Also das, was Tesla gemacht hat, wenn man es überlegt, wie alt ist Tesla? Tesla in der Form, wie sie heute auf dem Markt sind, 5 Jahre? 6 Jahre? Ja, 2012 haben die das Model vorgestellt, das sind 6 Jahre. 2009 kam der Roadster und ich glaube 2002 wurde die Firma gegründet. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, das ist jetzt aus meiner Erinnerung. Und die Sache ist, wir müssen Tesla eigentlich dankbar sein. Oder als deutsche Autoindustrie sind wir denen natürlich nicht dankbar, weil ohne Tesla wäre alles beim Alten geblieben. Ja, und Tesla hat alles verändert. Und die Herangehensweise, der Welt zu beweisen, dass ein Elektromotor besser funktioniert als ein herkömmlicher Verbrennungsmotor, das hat Tesla getan. Definitiv. Tesla hat und die deutsche Autoindustrie hat uns die ganze Zeit erzählt, das geht nicht. Wir können kein E-Auto bauen. Das E-Auto ist ein reines Stadtauto und da bauen wir so ein bisschen was, testen so ein bisschen. Dann gab es so ein paar Müsli-Autos, so halbherzigen Kram der deutschen Autoindustrie und dann kam Tesla. Und hat gesagt, ihr liegt völlig falsch, das geht. Pass mal auf. Ja, und jetzt bei dem Model 3, und ich behaupte, und ich glaube, das wird so sein, das Model 3 ist der Game Changer. Das Model 3 verändert alles und unsere Autoindustrie steht vor riesen Transformationsprozessen. Mhm.
Und ich hoffe, dass die Autoindustrie das schafft und dass die Manager da die richtigen Weichen stellen. Wenn du Autoindustrie sagst, meinst du die deutsche explizit oder generell Automobilindustrie auch mit E-Autos? Ich meine die deutsche Autoindustrie, okay. Für die anderen kann ich da nicht sprechen. Okay. Die Koreaner, und man sieht das hier an deinem Auto, haben die Herausforderung offensiver angenommen. Das stimmt. Und die Chinesen, aber die haben kein Know-how im Verbrennungsmotorbau, für die ist das eine große Chance, schnell ranzukommen. Und die Franzosen sind ja auch fast besser aufgestellt als die Deutschen, was Elektromobilität angeht. Hm. Ja, aber das sind ja gerade die Diskussionen, wie viel, nicht mal 1% der neu zugelassenen Autos sind Elektroautos. Und Artikel in Zeitungen, die über das Thema E-Auto erscheinen, es steht ja jeden Tag steht im Handelsblatt was über E-Autos gefühlt. Hm. Stimmt, das ist deine Lektüre, habe ich gesehen, genau. Ja, das ist... Alle sprechen über das E-Auto. Ja. So soll es ja auch sein. Wenn wir jetzt über den Vorteil waren, wo siehst du noch die Nachteile? Die Nachteile? Nachteile der E-Mobilität. Wo haben wir noch was zu tun? Also, wenn du mich jetzt zum Beispiel fragst, also ich bin kein Tesla-Fahrer. Ich sag dir ganz klar, auch wenn Ionity einen Top-Job gerade an der Stelle macht, ist das, was das Thema Infrastruktur angeht, da können wir noch ganz viel tun und Norwegen macht es für uns vor. Das wäre jetzt mein Ansatz für, es ist doch ein Nachteil. Ja, richtig. Wir müssen massiv die Ladeinfrastruktur ausbauen. Mhm. Wir brauchen viel, viel mehr Schnelllademöglichkeiten und das ist eine Riesenchance, auch ich sehe das ja, versuche das ja mal von der positiven Seite zu sehen, für Wirtschaftswachstum in unserem Land, neue Leitungen verlegen, Ladesäulen aufzubauen an Autobahnen, da muss nicht nur eine stehen wie bei Tank und Rast. Das stimmt. Da müssen 10, 12, 20, 100 müssen da stehen und gerade an Autobahnen kreuzen und ich glaube, so wird die Zukunft aussehen und das ist die große Herausforderung. Nachteile sind natürlich, die E-Autos der letzten Generation hatten einfach zu wenig Reichweite, keine praxistaugliche Reichweite. Mhm. Und ich glaube, dass die psychologische Reichweite, damit das E-Auto sich richtig durchsetzt, muss zwischen 300 und 500 Kilometern sein. Ja. Und aber übrigens auch für uns ist der Grund, meine Frau habe ich damit überzeugen können, dass der Kona auf dem Papier knapp 500 macht. Das ist genau das, was du gerade sagst. Ja, und weil man könnte ja mal spontan nach Frankfurt fahren wollen. Ja. Macht man zwar nie. Macht man nie. Aber dieser Freiheitsgedanke des Autos, deswegen glaube ich, viele sind ja auch gerade in Bremen generell gegen das Auto. Mhm. Also auch gegen das Elektroauto, weil das Auto ist das Problem, weil wir wollen uns nichts vormachen. Das ist auch, stimmt auch ein bisschen, weil wir haben einfach viel zu viele Autos. Mhm. Die passen gar nicht mehr in den Stadtraum. Wir haben Staus in allen Großstädten. Ja. Aber wir werden den Leuten das Auto nicht abgewöhnen können. Genau, sicher auch. Das ist so wie das Pferd im Wilden Westen. Das ist das ultimative Gefühl von Freiheit. Und die Leute werden Auto fahren wollen, auch weiter. Mhm. Und wenn es mit Carsharing ist. Wenn es mit Carsharing ist, genau. Ja, siehst du dich selber als Missionar oder sagst du eher jedem das Seine? Ich mache nur meinen Beitrag. Ich sag jedem das Seine. Mhm. Also jeder, ich bin ein ganz liberaler, toleranter Mensch. Jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden. Mhm. Jeder soll so rumlaufen, wie er will. Ja, und wem es gefällt, der soll sich das angucken, der kann sich bei mir Inspiration holen, kann sehen, ob das funktioniert, ob das was für ihn ist. Und wer nicht will, der braucht das auch nicht. Also ich will da auch nicht drüber diskutieren. Ich habe ja häufig Leute, die mir Argumente auf meine Homepage, auf meine Facebook-Seite schreiben, warum E-Mobilität doch schlecht ist, die mich dann überzeugen wollen. Ja, wenn sie dieser Meinung sind, ist ja gut. Mhm. Ich glaube sowieso nicht. Die meisten politischen Diskussionen, die wir führen, sind völlig sinnlos. Weil es geht nicht darum, den anderen zu überzeugen. Der ist sowieso nicht zu überzeugen. Da prallen zwei festgesetzte Meinungen aufeinander. Mhm. Soll jeder glücklich werden, so wie er möchte, wenn er dabei die Welt nicht zerstört. Da muss man dann natürlich sagen, okay,
das geht dann irgendwie nicht mehr. Und wir haben dieses Jahr ja gesehen, wie es um unsere Erde bestellt ist. Der Astro Alex. Alexander Guest. Hat er ja einen ganz aktuellen Beitrag drüber gemacht. Toll, oder? Hast du gesehen? Ja, ja. Wahnsinn, oder? Ja. Also ich habe schon gesagt, dieses Video, wer es nicht gesehen hat, also er hat da so ein kleines Fazit gezogen aus dem Weltraum heraus. Das sollte man in 30, 40 Jahren sich einfach nochmal ansehen und gucken, wo wir dann stehen. Dafür hat er es ja gemacht. Er hat das für seine nicht geborenen Enkelkinder gemacht. Ja. Und wer es jetzt nicht begriffen hat, dass wir unser Leben ändern müssen, der wird das nie begreifen. Ja. Und das sind auch ganz viele Leute, die neulich hat jemand, das hat er meinem Mitarbeiter erzählt, der hat mir es weiter erzählt, dass er an meinem Verstand zweifelt. Weil dass man glaubt, also das kann man nicht glauben, dass man mit Elektromobilität unterwegs ist. Also er zweifelt an meinem Verstand. Und ich glaube, das sind Leute, die wollen halt ihr Leben nicht ändern. Das glaube ich auch, ja. Diese eingefahrenen Spuren nicht verlassen. Ja. Ja, das fand ich dann schon amüsant. Weil ich beweise es ja seit zwei Jahren, dass es funktioniert. Richtig. Mit dem Tesla ist es einfach, aber auch da glauben ja die Leute immer noch, das funktioniert alles gar nicht. Wie, du fährst ohne Strom? Neulich habe ich an der Baustelle gehalten, da vor meinem Markt war was zu tun, dann kamen die Bauarbeiter auf mich zu, guckten sich den Wagen an. Ich weiß nicht, was das war. Ich glaube, der eine war Pole. Und dann fragte der, oh, der sieht aber gut aus. Wie viel Liter nimmt der denn? Echt so? Also ich meine... Ja, ganz viele kennen auch Tesla nicht. Ja, das überrascht mich jetzt gerade. Und dann habe ich gesagt, der nimmt überhaupt keinen Sprit. Der fährt mit Strom. Elektro. Da wäre der fast vom Glauben abgefallen. Aber auch schön, dass es sowas noch gibt. Also jemand, der Tesla noch nicht kennt und die Funktionsweise eines Teslas. Schön. Ja, wir leben ja alle in unserer Blase. Ja, scheinbar. Und das, was wir hier machen, das ist, wir mikromäßiges, also Mikrojournalismus oder Mikromarketing. Wir leben alle in unserer Blase und ganz viele kriegen davon überhaupt nichts mit, was wir hier im Internet machen. Ja, das stimmt. Dennis, dein Highlight 2018? Oh, 2018 hatte viele Highlights. Ein Highlight war das Billy Joel Konzert in Hamburg. Okay. Wo ich ziemlich nah vor der Bühne saß und ich mit Imke in der Elbphilharmonie übernachtet habe. Das war ganz günstig zu bekommen. Ich sag jetzt nicht die Plattform und dann, ja, das war ein Highlight. Ein anderes Highlight ist mit Holger Laudelei Elektroauto fahren mit einem 1800 Kilogramm Anhänger mit dem Model X nach Cuxhaven. Also wer das Video noch nie gesehen hat, das ist empfehlenswert, das war super. Ja. Ja, ja, schön. Worauf freust du dich in 2019? In 2019 freue ich mich auf Sachen. Auf das Model 3 freue ich mich. Aber wann willst du das Video veröffentlichen? Eigentlich noch in diesem Jahr. Eigentlich noch in diesem Jahr. Also seid gespannt. Am 2. Januar, so zwischen 10 und 12 Uhr, kommt mein Video, worauf ich mich 2019 freue. 2019. Ach, so war jetzt nicht abgesprochen, wirklich nicht. Die Frage ist hier... 2019, ich kann das jetzt noch nicht verraten, weil das alles ist gut. Das muss erst dann raus und 2019 wird gut und in meinem Leben wird wieder viel passieren und ich nehme euch mit und ihr könnt daran teilhaben. Und es geht voran mit Elektromobilität und da freue ich mich auch. So soll es sein. Ja, schon fast ein schönes Abschlusswort. Bei mir steht jetzt auch nur noch, was du unbedingt noch loswerden wolltest. Sprich, was hast du uns noch mitzugeben? Abonniert seinen Kanal. Aber ihr könnt das jetzt sehen, ihr seid ja die Abonnenten, aber wenn ihr das nicht seid, ich habe mich neulich, ich unterhalte mich auch mit anderen YouTubern, ich weiß gar nicht, machst du das stringent mit diesem Call to Action? Ja, eigentlich schon. Ja. Und dafür erntet man immer wieder Kritik als YouTuber, dass die Leute sagen, mach das nicht, wir wissen das jetzt doch schon. Wir haben uns da Statistiken drüber angeguckt, auch mit meinem Freund, dem André Wollin. Wenn du diesen Call to Action machst, dann steigen die Abonnentenzahlen, weil viele vergessen das einfach. Ja. Also abonniert ihn, wenn ihr es noch nicht habt. Auch das war jetzt nicht abgesprochen. Gebt ihm Daumen hoch für das Video auch. Ja, das... Genau. Dennis Wittus, muss ich nicht viel erwähnen. Den Kanal solltet ihr kennen, wenn ihr meinen Kanal kennt, denke ich mal. Und glaubst du? Glaube ich. Glaube ich noch lange nicht. Nein. Die YouTube zeigt nur
dieser Algorithmus ist so ausgetüftelt, der zeigt dir auch nur deine Blase an, was du guckst. Okay. Und zum Beispiel dein Kanal ist mir, bevor wir da, als wir da gemeinsam auf der Fähre standen beim E-Day, der ist mir nie angezeigt worden. Mhm. Das ist total krass. Und wir glauben alle, die anderen würden das alle kennen, aber nur uns wird das angezeigt. Und so ein paar Peoples, also... Ich wollte gerade sagen, also irgendwie hat der Horst Lüning ja, groß an der Stelle, ja mein Tesla Model 3 Video irgendwie zu sehen bekommen. Also, ja, und der hat dich gefeatured. Der hat mich gefeatured, also das habe ich gemerkt. Und auf einmal hast du da Klicks, wo du denkst, was geht denn hier ab gerade? Ja. Ja. Ja, Dennis, also erstmal vielen Dank für deine Zeit, die du genommen hast, ne? Bitte kommentiert gerne jetzt, wie ihr das Format findet. Also ich will gerne noch ein paar mehr Videos drehen mit Leuten, die in der E-Mobilität irgendwie aktiv sind. Hab auch ein paar Namen schon im Kopf, hab Ideen im Kopf, da dann mehr, wenn es dann soweit ist. Dennis war jetzt der Prototyp an der Stelle, hat, glaube ich, ganz gut funktioniert, denke ich. Ne? Ja, das bewerten dann die Zuschauer, aber ich bin ganz stolz, dass ich dein erster Gast hier sein darf bei dem Format. Ich bin froh, dass du da Ja zugesagt hast. Ne? Ja. Insofern bedanke ich mich bei dir. Ja, danke, Stefan. Wir machen noch sonst bestimmt wieder andere Geschichten dann. Und Daumen hoch, abonnieren und an der Stelle sage ich schon mal Tschüss und bis bald dann. Also, und tschüss. Wir sehen uns. Tschüss.